Hier. Toolkit. Fahrzeug reparieren. Zwei Stück haben wir davon. Wunderbar. Dann reparieren wir es doch. Wieder komplett heil. Voll auftanken und dann können wir da auch hinfahren. Und das alles im Hellen. So. Auto reparieren. Geil, da macht er die Motorhaube auf. Von dem Motor reingucken. Was ist denn das hier? Monoblock oder was? Vierzylinder. Ja, cool, er hat wieder Türen. So, und jetzt Mirage auftanken. Pullerst du da rein oder was? Ja. Na, wird er voll? Ja, der ist voll. Wunderbar, einsteigen. Auf die Map, wo wir nachher abbiegen müssen. Moment. Ah, da muss ich erstmal markieren. Erstmal dahin. Lutscht aber auch mal gut. Ja, jetzt wobbelt das ein bisschen. Ein Moment, damit das sich wieder erholt. So. Hier müssen wir hoch. Ja, okay. Ach, da ist die Straße kaputt. Oh, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Da bin ich ja mal gespannt, ey. Hä? Hier hoch oder was? Ich glaube, hier ist richtig. Ja, immer geradeaus, dann kommt irgendwann mal große Straße. Dann müssen wir rechts und dann gleich wieder links. Ich weiß auch, warum das ruckelt, weil hier bräuchte man schon 16 GB RAM. Halt Open World. Ah, genau richtig hier. Wunderbar. Toll. Hier waren wir noch nie. Zombies at every o'clock. Oh, das sind 13 Zombies. Vorsichtig. Müssen alle gekillt werden. Stück, nicht so positiv, oh, der Typ ist da drin. Der Kollege ist hier drin. Ja, der schafft das schon. Nicht, dass du stirbst. Ja, ich brauche wieder Ausdauer. Wenn wir wieder Ausdauer haben. Ne. Ach, du Scheiße. Komm her.
pull that thing. Haben wir gleich geschafft. Time to reload. Jawoll. Ich hab einfach nur reingehalten mit der Pistole. Ja. So, finde mindestens 2 Packsäcke mit Materialien beim Service-Schuppen. Das gibt das Gelute los. Das war ja nice. Ah, und was? Heilen. Kiste mit Samen. Besten noch eine neue Waffe, ey. Ah ja, einen habe ich schon mit Material, ja? Es fehlt nur noch einer. Ja, einen musst du tragen und einen ich. Mhm. Oh, ich finde nur einen. Noch keinen. Weil die anderen sind alle gelb. Energy Drink. Endlich mal ein Energy Drink, ey. Wir hatten nämlich keinen. Den Außenposten können wir sogar beanspruchen. Nee, doch können wir. Hat das Vorteile? Brauchen wir, glaube ich, nicht beanspruchen. Das ist ziemlich weit weg. Hier ist noch was. Hier ist auch noch was, so ein Regal. Oh, hier sind 3 Säcke drin. So. Willst du meinen haben? Ja, muss bloß ablegen. Ja, müsste gehen, ne? Dann lade ich das ins Auto rein. So, einen Moment. Und die anderen 2 können wir so tragen. Aufbrechen, ablegen, so. Zack. Zack mit Material. Das müssen alles dieselben. Das bringen wir alles zum Auto. Liefere die 2 Packsäcke mit Materialien in dein Schließfach zu Hause ab. Ja, genau. Wo ist das Auto denn? Sind da noch mehr im Schrank gewesen? Ja, klar. Moment. Ja, hättest du ja erstmal alles rausholen können. Na gut. Wir müssen hier nochmal rein. Da hinten hast du noch ein Regal. Pack das hier hinten ins Auto rein. Ja, ich meine nur, weil ich bin gerade leer wieder. Weil so jetzt rausholen, einfach wieder hinschmeißen. Ich schaff das ins Auto und du holst nichts raus, weil ich kann in den Schrank nicht rein. Das kannst nur du. Ach, da im Fahrzeug ist noch Sprit drin, aber den nehme ich raus. Da passt nur einen Sack rein, glaube ich. Nur ein Sack? Ja. Einen schleppt der Kollege hier, oder? Und einen musst du nehmen. Wir müssen ja nur 2 abliefern. Na, dann lege ihn wieder hin. Wieso ist doch hinten schon einer drin? Na, aber ich denke, im Haus sind noch welche. Naja, aber ich kann hier nur einen reinpacken. Ich habe keinen... Geht nicht. Ja? Dann gib mir den, den du jetzt hast und hol drinnen nochmal einen. Ja, das meine ich ja. Umso mehr wir mitnehmen können, umso besser ist es. Na nee, das ist klar. Na, Moment. So. Genau. Yo, anyone wants a trade? We got the goods. Ja klar, du kannst dich doch reinlegen. Geht doch. Du kannst dich gerade reinlegen, ja klar. Aha. Du hast einfach reingelegt. Jetzt sind 2 im Kofferraum. Mir steht nur aufbrechen und nehmen. Hä? Die anderen kann ich nicht auswählen. Dann pack du den da rein. Leg den nochmal ab, einen Moment. Dann nehmen wir alle mit. Genau, Kofferraum voll machen. Und dann hole ich den letzten noch. Ja, man kann ja auch mit 4 Spielern spielen. Dann wäre da schon alles erledigt, aber... So, jetzt haben wir alle mit. Und einen habe ich hier noch zum Looten. Ah, wir haben wieder +15 Einfluss. Ups.
was hier noch ist. Nichts. Gut. Hinten ist auch noch eine Halle. Ab die Post. Wollen wir dann noch mal gucken, wenn wir schon mal hier sind. Wo? Hier. Beim Staudamm oder was das ist. Sieht zumindest so aus. Das ist ein riesen Staudamm, ja. Man hört das Wasser ja auch schon rauschen. Oh, quiet. Da unten. Oh, hier unten fließt das Wasser, geil, ey. Da hört sich auch geil an. Looten, looten, looten. Das kann man auch kaufen, oh, ja, das Gebäude. Das ist so cool. Da kommt bestimmt mal noch eine Mission dazu. Würde es Moralbonus geben und tägliche Benzinkosten. Ach so. Aha. Könnte man beanspruchen. Oh, 2000 kostet das eine. Oh geil, ich habe eine MP gefunden. Geil. Ich hab mein Bier auf dem Tisch gefunden. Oh gut. Nothing. Dafür war hier nichts drin, okay. Oh, ich kann gar nicht mehr tragen. Na, dann leg was raus, ich hab noch Platz. Someone's gone walkabout. Can you join the search? Was kann ich denn ablegen? Einen Moment. Oder kann ich das mit Clancy ablegen? Weiß ich nicht. Probier mal, ob du dem was geben kannst. Ja, ich könnte ihm einen Packsack geben, aber das, der hat ja schon einen, oder? Nö. Nee, der hat noch keinen, oder? Nö. Gut, dann gebe ich ihm meinen Packsack. Aber das bringt auch nichts, ne? Was, nee, der wird bloß das Packsack-Ding voll. Ich kann mal gucken, ich habe jetzt... Ah nee, meine Inventar ist auch voll. Okay. Dann hat sich das erledigt. Ja, dann lass zurück. Hier irgendwo noch so ein Aussichtspunkt, wo man gucken kann. Nee. Oder was ist das hier? Strom. Stromtransformatoren. Oh fuck, they in trouble. Ja, da bräuchte man auch 2000. Da kannst du mal sehen, was hier noch alles zu machen ist, wenn man so viel Einfluss braucht. So, ich markiere das mal wieder. Am besten erstmal hier runter. Einsteigen! Weg da, ich muss hier rein. Lass ihn weg. Genau. Dann wollen wir hier mal aufhören. Oh, wo fahren wir denn lang, Alter? Das ist vollkommen falsch, Alter. Ja, wir müssen zurück. Hau ihn mal weg. Reiß ihn in die Tür ab. Nächste du links abfahren. Ja, genau. Straße wieder markiert. Oder immer nur der See, wie ist das? Oh, der Lutscher war das auch gleich verbindet. Ja. Genau, Michael wieder. Wir haben keinen Lagerplatz mehr für Materialien. Das bedeutet, unsere Vorräte werden bald schlecht werden, wenn wir sie nicht bald verwenden.
Aha. Er muss das Lager wahrscheinlich ausbauen. Das normale da, was oben ist. So, plus 15 Lager. Packe ein paar unserer Vorräte zum Transport in einen Packsack. Was haben wir hier noch? Produziert zufällig Munition. Sortierte gesammelt. Ha? Benzinkanister aufladen. Ersatzteile verschrotten. Materialien für Ersatzteile verschrotten. Aufwertung können wir machen. Lager 2. Plus 10 Lager, alle Ressourcen. Bau etwas mehr Lagerplatz für ein Gesamt. Das ist ja geil. Und einen Mod können wir ja auch einbauen. Haben wir einen Mod? Fahrradgenerator. Nee, wir werden das aufwerten. Jetzt gibt es vielleicht sogar eine Errungenschaft. Einen Moment. Zack. 15 Minuten. Der Kleinzieher hat auch noch Materialien dabei, ne? Ja. So, ich hab doch den dicken Sack jetzt hier weg, ne? Ich hab nur einen dicken Sack in der Hose. The sun seems to shine a bit brighter nowadays. Muss er nämlich. Weil es langsam wieder dunkel. Energy Drink behalte ich lieber, obwohl. Nö, brauchen wir nicht. Draußen ist ein Zombie. Ja, ich geh schon. Er springt aus dem Fenster raus, Alter. Nach unten. Das war ja geil. Oh, wir haben nur noch einmal Medizin, ey. Da müssen wir ja sehen, dass wir mehr Medizin holen. Oder kann man hier auch was an der Basis machen mit der Krankenstation? Naja, Medizin, dann könnten wir. Das andere ist ja immer leicht zu holen. Don hat sich erholt von Hirnerschütterung. Ach cool, Boni, Wissen über Medizin. Also wenn du Sachen herstellst, dann kriegst du da mehr Wissen. Ja, das braucht man auch. Das ist gut zu wissen, ja. Ja, aber minus 2 Medikamente pro Tag. Ausruhen entfernt Verletzung. Ist ja möglich. Behälter mit Chemikalien 5, dann kann man die aufwerten, die Krankenstation 2. Hm. Das wäre wichtig, dass wir Behälter mit Chemikalien finden. Na, einmal haben wir ja schon gefunden. 5 Stück braucht man davon. Ich guck mal nach, wie viel wir insgesamt haben, Behälter mit Chemikalien. Das wäre wichtig, dass man die aufbessert. Gucken. So, wo ist denn hier Behälter mit Chemikalien? Flasche mit Pflegespülung. Behälter mit Chemikalien. Aber wir müssen doch was davon haben. Weiß ich nicht. Finde ich hier nicht. Was ist das? Na, wer kann man die auch handeln? Das denn holen? Ach, ich habe hier Behälter mit Chemikalien 4. Dafür brauchen wir nur noch einen einzigen. Dann können wir die aufwerten. Steht hier auch für die Herstellung und Aufwertung von Anlagen. Einen brauchst du? Warte, hier. Einen einzigen noch. Hast du? Ja. Ablegen. Erst, ne? Ja. So. Ja, wunderbar. Cool, ne? Ja, das ist geil. Ja, einen Sack müssen wir noch abgeben, aber das geht erst, wenn das aufgewertet ist. So, einen Moment. Einen Moment. Muss nämlich ins Schließfach rein, so. Jetzt können wir die Krankenstation aufbessern. Wir haben nämlich nur noch einen.
Medizin, dann macht er mehr Medizin her. Also logisch. Ja. Wollen wir das mal aufwerten? Ja, wunderbar. Dauert 16 Minuten. So. Wunderbar. Wo ist immer noch fit? We're being attacked and I think we need help. Aber mein Bier ist erst halb leer. Da kannst du mal sehen, wie langsam man trinken kann. So. Die Medizin sollte nicht besorgt sein. Welpen und Kätzchen. Erfolg freigeschaltet. 100 Zombies getötet. Okay. Ja, die Errungenschaft habe ich schon. So, ich guck mal, wie lange das noch dauert hier mit dem Aufwerten. Oh, das dauert noch. 11 Minuten dauert das noch. Können wir die Mission abschließen. 11 Minuten, das andere ist 16 Minuten, ja. Ich würde sagen, weil es jetzt auch wieder dunkel wird, dann machen wir hier einen Break dann gleich und spielen was anderes, ne? Guck mal, ne? Können ja auch noch mal Seto Corsa oder so, das ist ja dein neues Lenkrad jetzt. Oder Forza Motorsport 7, dann fahren wir zu zweit nochmal um die Nordschleife. Guck mal, ja. Ja. Ja, die Zeit läuft auch weiter, wenn wir das jetzt beenden. Weiß nicht, wie man abgespeichert hat. Aber der speichert auch zwischen. Zombie on the move. Mal gucken, wann man das mit den Lebensmitteln, da haben wir aber noch genug. Wenn man das aufwerten kann. Kiste mit Samen. Kiste. 5 Stück. Ach, Anforderung Wasser. Ja, da müsste man eine Brennerei haben. Das ist hier eine Menge Zombies. Lügt denn da rum? Gar nichts. Gut, wollen wir jetzt hier einen Break machen, Bigron? Ja, machen wir einen Break. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann ja, gleich wieder. Ja, in der nächsten Aufnahme. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir gehen ins Hauptmenü zurück. Alright, these fucking infestations are getting out of hand. Genau. Dann sagen wir schon mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.